Freitag, den ganzen Tag. Das Fazit von der FIBO ist, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute getroffen, Leute kennengelernt. Viele nette Leute, interessante Leute, extrem massige Leute, extrem definierte Leute, extrem verrückte Leute. Die massigen Leute gleich da, die massigen zum Beispiel. Stand und habe ein paar Autogramme auch mal geschrieben. Und ja, wie gesagt, bin öfter, einmal am Tag bin ich auf der Fibo-Bühne gewesen, habe eine Show gemacht. Ja, war ganz, war nicht ganz irgendwas los. Ich bin der Meinung, letztes Jahr war ein bisschen mehr los. Und Jay Cutler fand ich ganz gut, der hat sich auch mal außerhalb seines Häuschens, sag ich mal, seines Autogrammhäuschens gelegt. Fand ich ganz gut, dass er dann ein Foto mit mir gemacht hatte. Der Halle, einfach rumgelaufen ist, einfach mal mit den Leuten Kontakt genommen, aufgenommen hat und der andere mit dem Matze auch hat ein kleines Bildchen gemacht, ja, was auch bei Team Anruf zu sehen ist, denke ich mal, unter anderem auch Bilder von mir, von vielen anderen Athleten, denke ich mal, viele gute Eindrücke von der FIBO und dazu Thomas Scheu war hier, hat seine Schuhe gemacht, ich habe mit Thomas mal gesprochen, dass wir im Herbst auf ein neues, ein anderes gegeneinander antreten werden. Kann man eigentlich sagen, aber beide versuchen unser Bestes zu geben und wir schauen, wer dort besser ausschaut, der würde gewinnen. Also wie gesagt, es ist nicht so, wie es in den Medien erzählt wird, dass ich jetzt was gegen Thomas habe. Ich respektiere ihn als Sportler, als dreimalig Weltmeister und den einen Tag hat er nun mal gewonnen, damit das steht fest, ist klar. Und, damit habe ich kein Problem im Endeffekt. Sicherlich ist man enttäuscht, wenn man sofort aus dem Wettkampf kommt und einen Platz macht mit einer guten Form, sag ich mal. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter und ich werde versuchen, jetzt nächste Woche habe ich in Dänemark einen Wettkampf beim Nordic Cup. In Kopenhagen ist das. Dort wird zum Beispiel Dennis Wolf als Gast da auftreten und Ronny Rocke ist da als Gast da, alles geil. Und mal schauen, wie ich dort mich platzieren werde. Denn darauf die Woche werde ich bei der Hamburger Meisterschaft sein. Unter anderem dann beim Fitfood-Stand hier werde ich ein paar Autogramme schreiben. Genau hier. Ein paar Probas werde ich verteilen. Und werde da mal so ein bisschen Demi machen, sag ich mal. Ja, wie gesagt, wenn ihr weiter was von mir erfahren wollt, auf meine Seite www.steve-mentin.de könnt ihr mal auch schauen. Ansonsten bei Team Andro ist auch sehr viel öfter mal von mir zu hören, zu sehen. Ab und zu gebe ich auch mal meine Meinung ab. Ansonsten äußern sich ja die Leute mehr oder weniger über mich, mehr oder weniger positiv oder negativ, ist ja auch egal. Mag jeder seine Meinung haben. Und wie gesagt, ich bin auch kein Böse, wenn er mal Kritik äußert an mir, das ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, ich hoffe, bin nächstes Jahr auch wieder hier auf der FIBO. Darf ich für beide natürlich von meinem Sponsor wieder vertreten hier. Und dafür bin ich immer dankbar an beide auch. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und jetzt wie gesagt, geht's los mit weiteren Produkten. Da ich mir jetzt die Rübe zuhauen. Schön Eiweiß mit beide probieren. Und dann schauen wir mal, wie das im Herbst beim Buddy extrem ausschaut. Thank you.